Guten Abend. Es ist fast ein kleines Wunder, dass diese Demonstranten bewirkt haben. Nach Protesten von fast 1 Million Menschen schon am vergangenen Wochenende hat die Regierung in Hongkong nun ein Gesetz auf Eis gelegt, das die Menschen wieder ein Stück mehr ihrer Freiheit beraubt hätte. Die ehemalige britische Kolonie Hongkong gehört offiziell zu China und genießt doch mehr Freiheiten, als es dem großen Mutterstaat in Peking recht ist. Und so versucht China, den Ruf nach mehr Demokratie immer wieder zu ersticken, musste sich jetzt aber dem Druck der Straße beugen, wenn auch nur vorerst. Denn die Menschen in Hongkong sind sich sicher, die Volksrepublik wird den Willen des Volkes im widerborstigen Hongkong auch in Zukunft zu brechen versuchen. Michael Storfner berichtet. Ken und Win Hung, die beiden sind Hongkonger um die 30. Er hat dieses Geschäft für Streetwear. Vor einer Woche sind sie mitmarschiert in der Großdemo gegen das Auslieferungsgesetz. Auf dem Handy sehen sie sich die Pressekonferenz von Regierungschefin Carrie Lam an. In ihren Gesichtern zeigt sich schon: Wir sind nicht zufrieden. Keine Entschuldigung, kein Stopp des Gesetzes. Und das heißt, es kann wiederkommen. Es ist wie eine Bombe hinter dem Rücken, die jederzeit explodieren kann. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam wollte sich heute eigentlich vom Druck der Demonstranten befreien. 3 Tage hatte sie sich nicht blicken lassen. Jetzt der Versuch, die Wogen in der Stadt zu glätten. Die Regierung hat entschieden, das Auslieferungsgesetz zurückzustellen. Wir werden jetzt den Austausch mit allen Sektoren der Gesellschaft suchen, mehr erklären und auf die unterschiedlichen Sichtweisen achten. Der Druck kam von der Straße, wurde am Ende zu groß. Vor einer Woche zogen Hunderttausende durch die Stadt. Am Mittwoch gab es Ausschreitungen. Mindestens 70 Menschen wurden verletzt. Auch mächtige Geschäftsleute und enge Vertraute hatten Carrie Lam zuletzt gebeten, das Gesetz noch einmal zu überdenken. Es sieht vor, Verdächtige nach Festlandchina auszuliefern. Doch China ist kein Rechtsstaat. Vor allem Hongkonger Bürgerrechtler fürchten, durch das Auslieferungsgesetz in Gefahr zu sein. Weg mit Carrie Lam, rufen sie weiter. Das Gesetz soll ganz verschwinden. Sie hat das Gesetz nur zurückgestellt. Sie hat sich geweigert, sich für die Polizeigewalt zu entschuldigen. Und sie hat es abgelehnt, sich von der Bezeichnung Aufruhr für den Protest zu distanzieren. Morgen wollen sie deshalb wieder demonstrieren. Und Ken und Win Hung wollen dabei sein. Für sie geht es schon lange nicht mehr nur ums Auslieferungsgesetz. Ich bin besorgt über die Zukunft von Hongkong. Ich möchte keine Veränderung, sondern den jetzigen Status behalten. Wir sollten nicht Peking gefallen wollen. Es bringt nichts, Hongkong und China gleichzumachen. Viele Hongkonger Bürger sagen Nein. Morgen gehen sie in die nächste Runde. Ab heute haben Sie freie Fahrt. Die sogenannten E-Scooter, also Roller, in aus Kindertagen bekannter Bauart, nur eben mit Elektroantrieb. Sehen werden wir die kleinen Fahrzeuge allerdings erst in ein paar Wochen, da das Kraftfahrtbundesamt die einzelnen Modelle noch genehmigen muss. Dann könnte es noch enger und ungemütlicher auf den Radwegen werden. Mit maximal 20 Stundenkilometern dürfen Sie da fahren und nur, wenn es keine Radwege gibt, auf der Straße. Mindestens 14 Jahre alt muss man sein. Ein Helm ist sicher nicht verkehrt, aber kein Muss. Eine Haftpflichtversicherung dagegen schon. Die kleinen Roller sollen nicht nur Spaß bringen, sondern vor allem eine feine Alternative für das Auto, gegen den Stau und fürs Klima. Claudia Drechsel berichtet. Wenn einer an E-Scooter glaubt, dann er. Florian Wahlberg. Seit 7 Jahren entwickelt und verkauft er seine Roller. Und genauso lange arbeitet er daran, dass sie auf die Straße dürfen. Sogar in Brüssel hat er sich dafür engagiert, eine neue Fahrzeugklasse zu definieren. Grundlage für die deutsche Zulassung. Dass das jetzt echt kommt, macht mich persönlich wahnsinnig glücklich. Ich bin unglaublich stolz, es losgetreten zu haben. Und hätte dann jetzt auch Zeit für den unternehmerischen Ausschlag. Endlich Geld verdienen. Jetzt geht es los, meint er. Jeden Tag gehen neue Bestellungen ein. Und alte Kunden fragen, wie sie ihr Fahrzeug straßentauglich bekommen.
Und je nachdem, welche Variante du hast, müssen wir einmal den Kabelbaum tauschen. Jetzt, wo es genaue Bestimmungen für Lichter, Schutzblech und die Höchstgeschwindigkeit gibt. Entweder wir nehmen die Fahrzeuge zurück, nehmen sie in Zahlung, geben dementsprechend deutliche Rabatte auf neue Fahrzeuge oder wir rüsten um. Und da sind wir am Erarbeiten, aber wir werden auf gar keinen Fall unsere Kunden, die bereits Fahrzeuge haben, bestrafen. In anderen Ländern sind E-Roller schon längst zugelassen. In Spanien, Österreich und auch in Frankreich. Doch in Paris etwa hat das Image von E-Rollern deutlich gelitten. Wegen aggressiver Fahrweise und wegen achtlos hingeschmissener und schnell verschlissener Leihfahrzeuge. Und laut einer Studie sind nur wenige Autofahrer umgestiegen, sondern vor allem Fußgänger und Radfahrer. Deutsche Städte wollen daraus lernen. Hamburg etwa will ein freiwilliges Abkommen mit den Verleihern schließen, die Zahl der Scooter begrenzen und Parkverbotszonen einrichten. Wir haben Flächen definiert, wo wir diese Roller nicht erlauben. Und das lösen wir damit, wenn jemand versucht, dort seinen Roller abzustellen, dann läuft über seine App die Abrechnung weiter. Das heißt, er muss dann leider weiterzahlen. Auch hier in Hamburg glaubt man, die E-Roller können den Stadtverkehr entlasten. Allerdings müssen sie auf Radwegen fahren. Das könnte eng werden. In praktisch allen Städten ist die Radweginfrastruktur nicht durchgehend, nicht breit genug, nicht selbsterklärend und ist vollgeparkt mit Falschparkern. Unternehmer Florian Wahlberg, der so lange für die Zulassung der E-Scooter gekämpft hat, will sich von den Bedenken nicht bremsen lassen. Es kommt eine sehr, sehr junge, sehr, sehr innovative und aggressive Industrie dazu, die jetzt einfach mal helfen wird, dass die Fahrradindustrie nicht mehr alleine für Fahrradwege kämpft. Jetzt sind wir zusammen unterwegs und jetzt hoffe ich, dass da mal was passieren wird. Und schon in wenigen Jahren, meint er, sind E-Scooter nicht mehr aus dem Straßenbild wegzudenken. Nach den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman sind die Hintergründe nach wie vor unklar. Der Streit darüber ging heute allerdings weiter. Der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner. Das iranische Außenministerium bestellte den britischen Botschafter ein. In einer Erklärung hieß es, in dem Gespräch habe das Ministerium auf das Schärfste gegen die inakzeptablen und anti-iranischen Positionen der britischen Regierung protestiert. Nach den USA hatte auch Großbritannien den Iran beschuldigt, hinter den mutmaßlichen Attacken auf die Tanker zu stecken. Die beschädigten Schiffe sind inzwischen in die Vereinigten Arabischen Emirate unterwegs. Der soziale Wohnungsbau in Deutschland kommt nur langsam voran. 2018 sind laut Bundesregierung rund 27.000 Sozialwohnungen entstanden, kaum mehr als ein Jahr zuvor. Laut Mieterbund müssten es 80.000 sein, um den Bedarf zu decken. Da staatlich bezuschusste Wohnungen nach einiger Zeit aus der Sozialbindung fallen, sank die Gesamtzahl der Sozialwohnungen trotz der Neubauten. Der frühere Bundespräsident Gauck hat sich für eine so wörtlich erweiterte Toleranz in Richtung rechts ausgesprochen. Toleranz erfordere, nicht jeden, der schwer konservativ sei, für eine Gefahr für die Demokratie zu halten, sagte Gauck in einem Interview mit dem Spiegel. Man müsse zwischen rechts im Sinne von konservativ und rechtsextremistisch oder rechtsradikal unterscheiden. Die CDU forderte er auf, für einen bestimmten Typus des Konservativen wieder eine Heimat zu werden. In der Slowakei hat die neue Präsidentin Caputova ihr Amt angetreten. Die 45-Jährige legte in Bratislava ihren Amtseid ab und ist damit das erste weibliche Staatsoberhaupt des EU-Landes. Die liberale Bürgeranwältin hatte vor ihrer Wahl im März angekündigt, sich für einen politischen Wandel und den Kampf gegen Korruption einzusetzen. Als vor genau zwei Monaten das Dach der berühmten Kathedrale Notre-Dame in Flammen aufging, da standen die Franzosen in ihrem Schmerz zusammen. Paris sei mitten im Herzen getroffen worden. Doch nur kurze Zeit später entflammte der erwartbare Streit, der Streit um Geld und Wiederaufbau. Emmanuel Macron hat angekündigt, er könne sich eine moderne, eine gläserne Version der abgebrannten Turmspitze vorstellen. Was die Konservativen im Land selbstverständlich ablehnen, der Präsident wolle sich ja nur selbst ein Denkmal setzen. Heute wurde erstmals seit dem Großbrand eine Messe in Notre-Dame gefeiert. Über ein Herz aus Glas und einen Gottesdienst mit besonderem Schutz von oben, Sabine Rau. Eucharistie mit Helm, so hat der Pariser Erzbischof die Messe noch nie zelebriert. Nur unter strengen Sicherheitsauflagen hatten die Behörden diesen Gottesdienst in einer Seitenkapelle der schwer beschädigten Kathedrale genehmigt. Gestattet war auch nur ein kleiner Kreis von Teilnehmern, Priester
und Bauarbeiter. Die Katastrophe ereignete sich vor genau 2 Monaten. Draußen vor Notre Dame sind am Abend viele, die sich noch gut daran erinnern. Das war ein Schock, dieses Monument so zu sehen. Ich war sehr bewegt, ich habe geweint. Kaum war das Feuer gelöscht, entbrannte ein Streit um den Wiederaufbau. Originalgetreu oder innovativ? An ausgefallenen Ideen mangelt es nicht, vor allem für das eingestürzte Dach. Die Vorschläge reichen von Treibhaus über Schwimmbad bis hin zu Glasdach. Paris diskutiert. Heute ist Notre-Dame eines der weltweit am meisten besuchten Denkmäler. 15 Millionen Besucher in Paris, da sollte man schon genau nachdenken, was man macht. Insofern ist der Brand auch eine Chance. Die zugesagten Spenden allerdings stocken derzeit. Von rund 850 Millionen sind bislang nicht einmal 10% geflossen. Frankreichs Milliardärsfamilien halten sich noch zurück. Sie wollen ganz genau wissen, wie ihr Geld verbaut wird. Ich frage mich schon, wo das Geld geblieben ist. Ich hoffe, dass es nicht einfach vergessen wird. Spenden kommen tatsächlich auch aus Deutschland. NRW-Ministerpräsident Laschet besuchte gestern gemeinsam mit der früheren Kölner Dombaumeisterin Notre Dame. Sie koordiniert die deutschen Hilfsangebote und schlägt vor: Restaurierung von Fenstern zum Beispiel, wo man sagen kann, das hat Nordrhein-Westfalen finanziert. Es hat, glaube ich, da sind wir uns eigentlich wenig Sinn, das Geld einfach in den Topf zu werfen und dann verschwindet es. Bei allem Streit um den Wiederaufbau, in einem sind sich fast alle Experten einig. Eine Rekonstruktion der weltberühmten Kathedrale in nur 5 Jahren, wie Präsident Macron versprochen hatte, das dürfte kaum zu schaffen sein. Und von der Notre Dame zum Sport und unseren Damen, wobei man ja eher Frauen sagt oder Frauenfußball, Ockergundel. Ja, so ist es. Und ob Frauen oder Männer, kein Sommer ohne Fußball. Und deshalb schauen wir direkt zur Frauenfußball-WM nach Frankreich. Die Deutschen sind ja perfekt in das Turnier gestartet, auch wenn sicher noch nicht alles perfekt war. 2 Spiele, 2 Siege. Montag geht es für Deutschland gegen Südafrika um den Gruppensieg. Nach gefühlt endlosen Tagen im Dauerregen von Nordfrankreich ist das DFB-Team mittlerweile im sommerlichen Süden des Landes angekommen. Ein Tag am Meer. Naja, zumindest ein Nachmittag etwas außerhalb von Montpellier. Zeit, mal die Seele baumeln zu lassen, die Füße nass zu machen und den Kopf frei zu bekommen. Abwechslung vom oft monotonen Turnieralltag. Es ist schön, mal diesen Tapetenwechsel dann so hingehend genießen zu können, dass wir eine Atmosphäre, die südfranzösische Atmosphäre schnuppern dürfen. Und gestern Abend waren wir auch auswärts essen. Es war eine willkommene Abwechslung. 2 Spiele, 2 1-0-Siege gegen China und Spanien, beide hart erkämpft. Spielerisch hat das deutsche Team noch reichlich Luft nach oben. Ja, Rumpelfußball. Ich glaube, ich weiß nicht, mit wem ich das Thema hatte, EM 2013 war es, glaube ich, da haben wir auch überhaupt gar keine gute Vorrunde gespielt. Dann sind wir auch gar nicht ins Turnier gekommen und dann hieß es natürlich auch, die Deutschen, was ist mit denen los, warum spielen die keinen Fußball? Am Ende holte Deutschland den Titel. Die DFB-Frauen sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert und wollen jetzt unbedingt den Gruppensieg. Wir wollen natürlich diese Gruppenphase als Gruppenerste abschließen, um ja einfach auch noch ein Zeichen zu setzen, um zweitens auch einen Gruppendritten als Gegner im Achtelfinale zu haben, um natürlich auch eventuell den US-Amerikanerinnen aus dem Weg zu gehen oder auch Frankreich. Damit die Tour de France fürs DFB-Team noch möglichst lange weitergeht. Ja, und definitiv weiter geht diese fußballerische Tour de France vorzeitig. Auch für die Niederlande. Die Europameisterin gewann heute auch ihr 2. Spiel in der Gruppe E. Und zwar mit 3:1 gegen Kamerun. Und am Abend gewann Kanada gegen Neuseeland. Kanada darf länger bei dieser Weltmeisterschaft in Frankreich bleiben. Nach dem 2:0-Sieg gegen Neuseeland. Die Führung für die Kanadierinnen in Rot in der 48. Minute. Vorarbeit Prince vollendet durch Fleming. Das überfällige 1:0, denn die Nordamerikanerinnen in allen Belangen überlegen. Etwas später Sinclair im Pfosten, Prince ins Tor. Im letzten Vorrundenspiel nächste Woche spielt dann Kanada gegen die Niederlande um den Sieg in Gruppe E.
Am Nachmittag haben auch die Niederländerinnen den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale gefeiert. Gegen Kamerun gehen die Niederlande kurz vor Ende des ersten Durchgangs in Führung durch Miedema. Quasi im Gegenzug nutzt Ongené einen Fehler der niederländischen Torhüterin zum 1:1, gleichzeitig der Pausenstand. Kurz nach dem Wechsel die erneute Führung für die Niederlande. Bloodworth nutzt Abams Fehler zum 2:1. Kurz vor dem Ende wieder Miedema. Mit 3:1 gewinnt der amtierende Europameister souverän gegen Kamerun. Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim Rasenturnier in Nottingham den Einzug ins Finale verpasst. Sie unterlag der Kroatin Donna Vekic in 3 Sätzen und zwar mit aufgepasst 7:5, 0:6 und 0:6. Ebenfalls gescheitert, mal wieder muss man sagen, ist Tennisprofi Jan-Lennard Struff. Zum 7. Mal verpasste er seinen heiß ersehnten ersten Einzug in ein Finale auf der ATP-Tour. Jan-Lennard Struff war die letzte deutsche Hoffnung beim Tennisturnier in Stuttgart. Nach seiner Niederlage verabschiedeten ihn die gut 5000 Besucher auf dem Center Court am Weißen Hof mit Applaus. Struff hat nicht enttäuscht, der Italiener Berrettini aber einen Hauch besser und konstanter. Breakball für den Italiener beim Stand von 3:3 im ersten Satz, die Vorhand von Struff einen Tick zu lang. So ging der erste Satz nach 30 Minuten mit 6:4 an Matteo Berrettini. Das Match auch im zweiten Durchgang über weite Strecken ausgeglichen. Aber der Sauerländer meist nicht konsequent genug und mit zu vielen leichten Fehlern. Der Matchball nach 74 Minuten für den Römer Berrettini. Der Weltranglisten 30. zum ersten Mal im Finale von Stuttgart. Er hat brutal gut serviert, hat sehr offensiv gespielt. Für mich, ich habe nicht so gut serviert, aber nichtsdestotrotz hat er sehr, sehr gut gespielt, fand ich. Der Gegner ist der 18-jährige Felix Auger-Aliassime aus Kanada, der kampflos das Finale erreichte, weil sein Kontrahent Raonic wegen Rückenproblemen nicht antreten konnte. Beim Lottospielen, da hat sich wahrscheinlich noch keiner verletzt, höchstens vielleicht beim Jubeln. Das hier sind die Lottozahlen von heute. Sie lauten 4, 6, 27, 33, 40, 43. Die Superzahl ist die 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Das Wetter im Norden, das zeigte heute überzeugend, dass es Krawum kann mit viel Blitz und Donner. Claudia, bringt uns der Sonntag denn Sonne? Ja, Carmi aus Gonz war da, wo es dann heute zumindest am Vormittag Gewitter gab im Norden. Der Süden wird jetzt gerade von wirklich zum Teil unwetterartigen, heftigen Schauern und Gewittern mit Orkanböen heimgesucht. Hier sieht man sehr schön über Konstanz, das ist nicht nur rot, das ist sogar weiß in der Mitte. Das heißt dicke Hagelkörner, zum Teil enorme Regenmengen und dazu auch Orkanböen. Das Ganze zieht jetzt weiter. Da diese heftige Linie von Gewittern zum Teil auch wieder mit Hagel zieht weiter nach Bayern, der Rest über Baden-Württemberg hinweg. Also hier wird es die nächsten Stunden noch richtig schlimm sein können und schlimm war es schon. Nämlich in einer Stunde rund 50 Liter pro Quadratmeter. Das beispielsweise in Dettingen-Konstanz, in Friedrichshafen eine Orkanböe mit 115 Kilometern pro Stunde. Also vor allem schlimm rund um den Bodensee. Da standen Straßen unter Wasser, Plätze unter Wasser. Es gab Überschwemmungen und das kann es auch in den nächsten Stunden noch geben. Das heißt, für alle, auch die mit dem Auto dorthin unterwegs sind, lieber an der Tankstelle oder irgendwo Halt machen, abwarten. Das führt zu heftigstem Aquaplaning. Die sind wirklich sehr, sehr giftig, diese Gewitter, die da jetzt sich weiter ausbreiten über den Nordosten Baden-Württembergs und auch Bayern. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei 11 bis 16 Grad. Außer diesen Gewittern und Schauern im Süden ist es sonst eher ruhig und meist trocken. Morgen Vormittag aber weiterhin in Bayern und Baden-Württemberg noch zum Teil kräftige Schauer, auch ein paar Gewitter, im Norden dagegen viel Sonnenschein und im Laufe des Nachmittags reicht es vielleicht mal für Blitz und Donner über den Mittelgebirgen, sonst ganz vereinzelt mal ein Schauer, direkt am Alpenrand immer noch, gelegentlich zumindest nass und die Temperaturen schaffen es dann auf 20 bis 26 Grad. Der Wind ist überwiegend schwach unterwegs, kommt aus unterschiedlichen Richtungen und dann kehrt Ruhe ein. Zumindest für den Montag überall. Sonnenschein 27 bis 29 Grad. Am Dienstag ebenfalls sonnig. Aus Nordwesten wahrscheinlich einzelne Schauer und Gewitter. Aber erst einmal keine neue Unwettergefahr. Und morgen wirklich im Norden recht sonnig. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und damit verabschieden wir uns. Hier folgt jetzt sofort das Wort zum Sonntag. Und gleich danach präsentiert Ina Müller ein Best-of Inas Nacht. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da und wünschen einen schönen Sonntag. Bis dahin, gute Nacht.